Sie machen hier Ihren Urlaub. Warum? Ich komme aus der Gegend. Also ich bin in Marburg geboren, habe lange in Kassel gelebt und kenne den Edersee relativ lang eben schon. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich hier bin. Das neue Boot, was ich gekauft habe, ausprobieren, weil das hier sehr gut geht, weil die Infrastruktur stimmt. Das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Aber ansonsten ist es eigentlich ein ideales Gebiet, um ein bisschen zu paddeln und zu entspannen und Ruhe zu haben. Sie sagen, Sie paddeln gerne. Was paddeln Sie denn für ein Boot? Ich paddel ein Prion Motion, der wird nicht mehr hergestellt. Ist auch sozusagen von der Größe her die Obergrenze für mich. Und ich habe ihn mir gekauft, weil er zwei Stauluken hat, in die man Gepäck reinbekommt, Zelt, ein bisschen Schlafsack und so weiter. Also man bekommt einfach seine Camping-Gears unter und deswegen habe ich den gekauft. Das heißt, Sie machen damit nicht nur Tagestouren, sondern schon tatsächlich Wochentouren oder? Wenn es die Zeit erlaubt, ja. Also mehr Tagestouren und Wochentouren, ja. Das freut uns. Sie haben eben eine Lettmann getestet, den Carolina von Lettmann haben Sie getestet. Warum, wenn Sie doch schon eins haben? Es gab, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren einen Test im Kanu-Magazin, genau von dem Boot. Der Hersteller ist eigentlich Perception aus England. Und für die Kürze läuft er sehr gut und er wurde sehr empfohlen. Und deswegen hatte ich jetzt die Gelegenheit genutzt, ihn mal auszuprobieren und kann sagen, er läuft wirklich sehr gut. Und ist natürlich vom Volumen her ein bisschen begrenzt. Aber es ist trotzdem ein gutes Boot. Würden Sie sich das als ein Zweitboot holen? Ja,